Hallo ihr Lieben da draußen, heute möchten wir euch mal zeigen, wie man so ein Rhabarberblatt bearbeitet, bevor man es in Beton gießen oder ab, man gießt es ja nicht, man formt es ja ab mit Beton. Diese Adern, die sind einfach viel zu hoch, um damit eine schöne Betonform zu kriegen. Ich habe meine ersten Blätter, die ich jetzt gemacht hatte, so gelassen, habe die dann abgeformt und musste dann natürlich einen Haufen Beton hier hinten gegen machen, damit eine Stabilität in diesem Betonblatt nachher ist. Ich habe jetzt aber den Tipp bekommen, dass man die Blätter vorher ein bisschen bearbeitet. Dieser olle Strunk hier, den braucht kein Mensch, also kann man den hier ruhig abschneiden. Der hat mich auch ganz viel Beton gekostet, weil man hier hinten natürlich ganz viel Beton brauchte, damit dieses Ding dann hier überhaupt irgendwie verschwindet. Das braucht kein Mensch, das kann man vorher abschneiden. Das lernt man aber erst, wenn man es gemacht hat schon. Dann muss man diese Adern hier hinten ein bisschen bearbeiten und einfach ein bisschen dünner schneiden, damit die nicht mehr ganz so hoch stehen, und dann kann man das besser mit diesem Beton abformen. Also ruhig ein Stück hier abschneiden von diesen Dingern. Das ist immer noch schön zu sehen, und einfach was einem hier zu hoch erscheint, einfach ein bisschen auf die Hälfte vielleicht einkürzen, abdünnen oder eindünnen, und dann hat man trotzdem nachher diese Abdrücke von den Adern, weil die sind ja nun mal da. Ich habe hier dieses Messer noch von meinem anderen Bastelhobby. Diese Skalpelle kann man schön für alles Mögliche benutzen. Die schneiden super. Man kann natürlich auch ein scharfes Messer nehmen. Ihr braucht euch so ein Ding nicht kaufen extra. Aber wer es hat, kann das eben gut dafür benutzen. Und dann bearbeitet man sich die Adern einfach. Und dann kann man das auch gießen. So sieht es dann ungefähr aus nachher. Und wenn man das in Beton nachher verewigen will, legt man sich das so schön zusammen, entweder auf dem Hügel, oder wer ein plattes Blatt haben möchte, legt es so einfach auf den Tisch oder auf eine Platte. Es muss dann eben genug Zeit haben zum Trocknen. Aber wenn man die Dinger hier abgeschnitten hat, braucht man halt nicht mehr so eine hohe Stärke oder so eine Dicke nachher mit dem Beton. Ich hoffe, es hilft euch ein bisschen. Schaut mal wieder rein.